Hallo und herzlich willkommen beim Maltischer Mittwoch, Episode 352 vom 4. November 2020. Heute zeige ich euch ein bisschen was, was ich aktuell auf dem Tisch habe von Adeptus Titanicus für meine Teampartnerin Rosi. Ich zeige euch etwas zu den Adepta Sororita und verrate euch, was da mein Plan ist. Dann gibt es eine Führung, ein Rundgang, ein Blick hier auf dieses Arbeitszimmer. Was ist da aktuell Phase? Wie sieht das eigentlich aktuell aus? Da einige von euch danach gefragt haben. Und zum Ende gibt es noch eine Frage von Lord Xaxox. Wie geht man eigentlich mit Ergänzungen für Armeen um? Gibt es dann vielleicht einen Overhaul der ganzen Truppe optisch? Oder entfärbt ihr sogar Miniaturen, damit die neuen, die ihr dann bemalt, mit neuen Standards auch dazu passen? Das ist eine interessante Frage und wenn ihr Bock habt auf diese Frage, bleibt dabei. Wenn euch das Video gefällt, nicht vergessen. Wenn es euch nicht gefällt, gebt ein Dislike. Schreibt in die Kommentarsektion, was euch nicht gefallen hat. Denn nur so kann ich auch ein bisschen an der Qualität des Videos ändern. Und das Video beginnt ohne weitere Umschweife direkt nach dem Intro. Dann mal hallo hier am Maltisch. Ich habe ein paar Modelle rumfliegen, die ich jetzt noch fertig machen möchte diese Woche. Ich habe hier Modelle für Adeptus Titanicus, hier zwei Apokalypse-Raketenwerfer für einen Warlord, die mir gehören. Hier ganz viele Waffen für Reaver und Warhounds, hier noch zwei Warhounds und einen Reaver. Die liegen hier nochmal extra, weil da schon Magneten drin sind. Der nächste Schritt ist nämlich, bei diesen Modellen zu magnetisieren, damit Waffen ausgetauscht werden möchten. Denn Rosi möchte dies so haben. Also wird das hier natürlich auch so gemacht. Im Moment passiert gar nicht so viel, weil, wie ihr gleich sehen werdet, gegebenenfalls sehen werdet, wenn ihr es euch anschauen wollt, bin ich gerade dabei, im Zimmer ein bisschen rumzuräumen. Und das führt halt dazu, dass ich dann die Hobbyzeit nicht ganz so extrem aufs Bauen und Malen habe, sondern, okay, wenn die so rum, dann muss der nach oben, sondern mehr den Fokus aktuell setze darauf, hier klar Schiff zu machen, dass es alles wieder ein bisschen vorzeigbarer ist, auch vielleicht für zukünftige Videos, weil im Moment war echt, also es war landunter sozusagen hier im Hobbyzimmer, das war echt schon nicht mehr schön. Aber Eichsam ernährt sich das Mühhörnchen. Aktuell bin ich dabei, mich mit den Adepta Sororitas etwas mehr auseinanderzusetzen. Und mir ist aufgefallen, ja, das heißt gar nicht Adeptus Sororitas, sondern es sind die Adepta Sororitas. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob sie wirklich früher das Adeptus Sororitas waren, weil so habe ich sie irgendwie im Kopf. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das wohl jetzt so heißt, steht auch auf dem Kodex, weil den habe ich mir dann tatsächlich jetzt auch mal geholt. So ein bisschen aus Lore-Gründen, ein bisschen um die aktuellen Regeln auch schon zu haben. Ich weiß, die aktuellen Kodizes, die meisten für Warhammer 40.000 sind noch, jetzt klebt hier alles, sind noch aus der 8. Edition. Das ist natürlich dann ein bisschen doof, weil es einige Regeln gibt, die, verdammt, die in der 9. nicht mehr so funktionieren oder anders funktionieren oder sich aufheben. Das hatten wir schon mal das Thema zum Beispiel, dass Fahrzeuge bei den Talanern mit allen schweren Waffen unmodifiziert schießen dürfen. Das ist ja jetzt in der 9. Edition Warhammer 40.000 vollkommen egal, weil das sowieso so ist, dass Fahrzeuge da keinen Malus mehr drauf kriegen. Aber bis vielleicht irgendwann mal ein neuer Kodex kommt für die Fraktion, die ich jetzt aktuell hier rumfliegen habe, werde ich mir erstmal damit aushelfen, die Kodizes aus der 8. Edition zu nehmen. Einziges, wo ich das nicht machen werde, ist tatsächlich für die Space Marines. Ja, da habe ich ja meine erste Kompanie der Flash Terror, Terminatoren
und für die paar Modelle für quasi zwei. Ja, okay, das eine sind Sturmterminatoren. Vielleicht, was ist das denn? Warum hält denn das nicht? Vielleicht ist das sogar nochmal ein anderer Eintrag im Codex für die vielleicht drei Einträge, die ich da bräuchte. Möchte ich mir da tatsächlich keinen neuen Codex holen. Guck mal, dass ich da bei dem über Battlescribe arbeite oder vielleicht eine der vielen Quellen da draußen im Internet nutze, wo man auch so an einzelne Datasheets drankommt. Denn ich meine, ich habe ja nun mal, also ich investiere viel in mein Hobby, aber ich habe ja auch keinen Geldscheißer, wie man so schön sagt. Und das ist es mir da einfach nicht wert. Vor allen Dingen sind die Thermis auch was primär für Apokalypse genutzt wird, Apokalypse 40k, und da haben sie ja dann nochmal ganz andere Datenblätter, die dann, glaube ich, auch als PDF frei verfügbar mal waren eine Zeit lang. Die hatte ich mir runtergeladen. Dafür brauche ich dann nicht den aktuellen Codex, beziehungsweise den letzten Codex der 8. oder den aktuellen Codex, wo ich da nicht mal mehr weiß, ob da überhaupt noch normale Terminatoren drin sind. Auch so eine Sache. Aber zurück zu dem Thema zu kommen, die Adepta Sororita habe ich mir besorgt und ich versuche eigentlich auch nur so ein bisschen jetzt hier das Thema zu füllen, weil ich da gerne gleich mit euch mal kurz in den Codex reinschauen würde, um auch mal zu besprechen, was die Planung ist, was ich so vorhabe mit den netten Damen. Ich habe nämlich, wie ihr nachher kurz sehen werdet, jetzt schon mal ein bisschen was gebaut. Ja, ich habe gesagt, es dauert noch ein bisschen, aber ich hatte dann doch Bock, die Bausätze mal auszuprobieren in der Bereitschaft. Und habe jetzt ein Battle Sister Squad gebaut. 10 Damen stark. Ne? Mit einem schweren Flammenwerfer, mit einem normalen Flammenwerfer, mit einem Simulacrum, wenn das wirklich so heißt. Ich bin mir gerade unsicher. Und die Superior, also die quasi Sergeant, Anführerin des Trupps, hat Kettenschwert und Boltpistole, also so ganz klassisch. Dann habe ich meine Canoness gebaut. Die hat eine gesegnete Klinge und eine Inferno-Pistole. Und ich habe die Hospitaler gebaut. Die ist halt so gebaut, wie sie gebaut werden kann. Beziehungsweise hat die Position auf dem Base durch Base-Gestaltung und so ein bisschen verändert. Ich habe auch erst überlegt, ob ich die gefallene Sororita vor der Hospitaler überhaupt möchte. Aber letztendlich, die steht halt auf so einem großen Base. Das sieht komisch aus, wenn nur sie drauf wäre. Und da ich in dem Apocalyptic Empire nicht so viel mit und mit riesengroßer Base-Gestaltung arbeiten möchte, war da halt noch viel zu viel Lücke. Und habe mich dann dazu entschieden, die Sororita mit ihrem Torso-Treffern mit drauf zu kleben. Und das hier muss jetzt sowieso trocknen, bis ich dann die Waffen versuchen kann, richtig polig anzubauen. Also habe ich jetzt die Zeit, mit euch da reinzugucken. Und deshalb gehen wir jetzt direkt mit dem Einspieler in die nächste Sektion, welche da dann Warhammer 40.000 ist. Und da ist es dann Codex Adepta Sororitas. Hier oben vielleicht die Teile mal dann weg, weil dahin werde ich das Buch aufschlagen. Ich persönlich finde diesen Stil hier auf dem Artwork, auf dem Cover des Buchs richtig gut. Gefällt mir total, dass sie hier vorne so düster aussehen. Hier mit diesen leichten Tätowierungen, hier eine Fleur-de-Lis auf dem Kinn und sowas, mit der Bionik eingearbeitet und einer fetten Narbe. Hier haben wir dann die Situation, alles brennt irgendwie, weil es sind ja natürlich nicht die Krankenschwestern unbedingt, sondern sie haben natürlich auch ihren rechtschaffenden Eifer, vermeintlich rechtschaffenden Eifer, den Imperator und so zu dienen. Hier haben wir nochmal ein schickes Bild gegen Au. Das ist, glaube ich, etwas später nochmal im Buch zu sehen, in Farbe. Und einfach diese Symbolik. Sehr geil.
Ganz klar, hier im Hintergrund das I, ne, ist ein bewaffneter Arm der Inquisition. Die Ordo Hereticus Inquisition nutzt die Adepta Sororitas als Kämpfer. Und dann gehen wir nämlich hier durch, Einleitung, schicke Bilder. Hier haben wir dann das, was wir auf der Innenseite des Hardcovers haben, nochmal als Farbbild mit den ganzen schicken Einheiten, mit Akkuflagellanten, mit Repentia, mit Sisters, also Battle Sisters. Da ist eine Seraphim oder Zephyrim. Da gibt es ja zwei verschiedene Varianten der Sprungtruppen, die auch sehr cool sind von der Art. Und dann gehen wir hier durch diese ganze Fluff-Sektion. Das der Aufbau, also die Hierarchie der Adepta, dann der Orden der Heiligen Märtyrerin, Orden des Tapferen Herzens, alles nochmal beschrieben. Die großen Orden, von wem ich keinen wählen werde. Hier haben wir dann die Ordo Minoris. Das sind dann Ordoines Minoris, wie sie hier so schön benannt werden, die nicht so häufig vortreten oder so großen, die dann auch keine eigenen Regeln haben. Nicht militärische Orden wie Dialogis, Famulus, Hospitaler und etc. Da habe ich mir schon mal ein bisschen Lord so angehört, auch bevor ich mir das hier durchlesen konnte. Sehr cool, wo die teilweise auch ihre Finger drin haben in dem sozusagen Ränkespiel der Hierarchie auf Planeten, dass es darum geht, dass sie dafür zu sorgen, dass genetisch gut aufgestellte Familien miteinander Bündnisse und Vermählungen eingehen, um gegebenenfalls Mutationen auszumerzen, die sonst auf dem Planeten bekannt sind. Das ist leider eins dieser New Age Artworks, viel zu comichaft, wenn er mich fragt. Aber ich meine, es ist drin. Er ist drin. Was das hier für einer ist, ist es ein Iron Hands Primaris? Ist das ein Zeichen von irgendeinem Iron Hand Chapter? Subchapter? Weiß ich nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Hier haben wir den Alpha Legion, Terminatoren und diesen Typen, der mit dem Buch auch kam. Ist das ein Apostel, Zauberer? Weiß ich nicht genau. Aber hier ganz klar, da sieht man dann auch schön die neuen Modelle mit ein paar alten dann zusammen. Dann kommen wir zu der Beschreibung der einzelnen Truppentypen. Ist erstmal im Moment irrelevant. Und hier haben wir die schicke Bildergalerie mit allen Modellen. Cannoness, das könnten Battle Sister sein, das könnten Dominion Squads sein, das könnten aber auch Celestian Squads sein. Allerdings fehlen dann eigentlich hier die Fleur-de-Lis. Hier haben wir noch was mehr nach Celestial aussieht. Battle Sister. Hier hinten diese Heldin. St. Celestin mit den Gemini. Ordo Dialogis. Oder Adepta Dialogis. Cannoness. Seraphim. Hier hinten stehen dann die Fahrzeuge, die Emulator. Finde ich alles von dem Stil tatsächlich recht hübsch. Hat mich bei den Bildern auch dazu gebracht, zu überlegen, ob ich dann noch schwarze Rüstung male. Für die Damen. Hier haben wir Seraphim. Die ganzen Helden. Überall schön mit Nebel, als hätten die es bei mir abgeguckt. Da geht es dann gegen Elder. Hier haben wir nochmal dieses Limited Edition. Nein, wie war denn das hier? So und so Anniversary Modell der Cannoness, die auf einem alten, ganz, ganz alten Warhammer 40k Box Artwork drauf war. Steht total komisch, aber ich meine, auf dem Artwork war es so. Dann nochmal Farbbeispiele für die Ordo Majoris. Das sind, glaube ich, hier Modelle aus der Startbox, die es da gab für die Sororitas, weil dieses Teil hier ist mir unbekannt. Oder das ist ein Modell, was aus einem anderen Bausatz zusammengebaut werden kann, wie zum Beispiel die Retributor, die ich nicht habe aktuell. Weitere Truppentypen, hier die Minoris als Beispiele. Ich habe die Idee, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Orden des Ascheschreins mit so einem braunen Beige als Robe irgendwie ein bisschen und darunter die schwarze Rüstung. Würde mich dann aber sonst orientieren mit zum Beispiel hier dem Visier der Helme und der sonstigen Ikonografie an den normalen Orden, also weiße Visiere, weiße Flügel auf der Schulterplatte irgendwie so. Da bin ich aber noch nicht ganz zu dem Punkt gekommen, wo ich sage, jo, das mache ich so.
Denn da kann ich nebenbei mal sagen, während ich hier so durchblätter, habe ich mir Gedanken gemacht mit der Rosi zusammen über Namen. Wir haben mal so ein richtiges Brainstorming gemacht. Und wir sind tatsächlich so weit gekommen, dass ich mich entschieden habe für einen selbsterdachten Minoris-Orden. Und zwar Order of the Untold Prophecy. Ja, das lässt natürlich viel, viel Spielraum. Und ich weiß auch noch nicht, was diese Untold Prophecy tatsächlich ist. Aber in meinem Kopf klingt das so cool, dass ich das nehmen möchte. Den zweiten Platz in dem Brainstorming, in dem hinterher ausgearbeiteten, hatte noch The Order of the Forgotten Paradise oder of the Lost Paradise, dass dieser Orden vielleicht mal auf Talan stationiert war und aufgrund der Geschichte von Talan dann gegebenenfalls, weil es eine Paradieswelt war, die deshalb so benannt wurden. Aber das war mir dann schon zu sehr in your face sozusagen, weil dann hätte ich nämlich die Talaner im Wüstenschema, die 5th Albion Paratroopers, die vielleicht auf Talan stationiert waren, weil sie dieses Farbschema dann hatten. Und dann habe ich noch einen Ordo, der Adepta Sororitas, die auch von Talan stammen. Und dann nur das Admec und die Flash Terror, die nicht von Talan selbst kommen. Das fand ich ein bisschen komisch. Also habe ich denen das noch nicht gegeben. Und aufgrund dieses The Untold Prophecy habe ich natürlich noch Spielraum, das Ganze mit ein bisschen Hintergrund zu schmücken. Kommen wir zu der Armee als solches. Wie funktioniert das mit den Wunderwürfeln? Hier diese Riten, die man dann auswürfelt. Schild des Glaubens, Zelot, bla bla. Kanoness ist ein Modell, was ich nutzen werde. Dann haben wir nämlich hier diese eine, die ich jetzt gebaut habe. Die hat eine Inferno-Pistole, hat eine gesegnete Klinge. Die ist dann halt so ein HQ-Modell. Die Truppe wird auch nicht zu groß, deshalb ist es okay, dass ich da nur eins vielleicht habe. Soll halt so ein bisschen so eine abgeschlossene Armee, eine abgeschlossene Abteilung ist, glaube ich, das richtige Wort, werden. Da passt die ganz gut und hier seht ihr auch die Base-Gestaltung mit ein bisschen Kork, mit ein bisschen Sand draufgeschmissen und wie die farblich gestaltet hinterher ist, weiß ich dann noch nicht. Das ist dann diese Dame hier, die gibt den anderen Modellen einen Bonus. Und zwar, dass sie 1 auf die Attacken für Modelle in 6 Zoll draufpacken können. Und durch das Rosarius hat sie einen 4er Rettungswurf, was nicht verkehrt ist. Schale des Heiligen Feuers habe ich ihr nicht gegeben. Leider ist dieses Modell hier aus der Startbox, die ich nicht besitze, die ich mir auch nicht holen werde. Und dieses Modell dann auch nicht. Das heißt, wenn ich eine zweite Kanoness hätte, würde die fast genauso aussehen wie die erste. Deshalb ist es auch etwas unspannend. Celestine und sowas, der Triumph of Thank Catherine, kommt einfach nie rein, ist Quatsch. Gegebenenfalls könnte noch ein Missionar reinkommen, wenn ich wirklich ein zweites HQ möchte. Der hat, was hat er nochmal hier? Wort des Imperators. Wenn ein Modell fliehen würde, mit einem 4 Plus flieht es nicht. Ist in der neuen Edition gar nicht mehr so schlimm. Weil bei Moralwert nur einer flieht und dann weiß ich nicht, wie das danach mit dem Aufriebstest ist, ob das auch beeinflusst. Dann haben wir hier die Battle Sisters, da habe ich auf jeden Fall einen Trupp. Als Beispiel könnte ich da mal dieses Modell und dieses Modell nehmen. Die sind halt ausgerüstet, alles mit Boltern, einmal mit schwerem Flammenwerfer, einmal mit einem normalen Flammenwerfer und die Chefin von denen hat nur ein Gadget und eine Boltpistole, relativ einfach gehalten. Hier dieses Simulacrum genommen, weil mir das hier ganz gut gefällt. Ich werde noch einen zweiten Battle Sister Squad ergänzen, beziehungsweise vielleicht wird es kein Battle Sister Squad, sondern vielleicht werden es Dominion oder Celestial Squads. Dann aber auch nur 5 stark, dass ich einen 10er Kern in der Mitte habe und wie damals bei den Space Marines man so kannte, die Kampftrupps, 2 Fünfer, die dann die flankieren. So vom Gefühl her, welche das dann werden, ob es wirklich die Battle Sister werden, die dann relativ ausgewogen sind oder ob es dann die etwas besseren Trupps werden, wie zum Beispiel, hier sind Repentia Celestians, die dann Charaktere schützen können oder aber die Dominion Squads, wo auch immer die gerade sind, die eine Vorhutbewegung haben noch. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch ein Celestian und ein Dominion. Muss ich mal gucken. Von den Waffen, von der Ausrüstung,
Da weiß ich noch nicht. Aber die Modelle habe ich auch noch nicht hier. Die zweite Box, aus der ich das bauen kann. Dementsprechend ist das noch relativ unspannend. Wenn es wirklich diese 5er-Trupps werden, werden keine Simulacrums reinkommen. Ich hoffe, ich spreche das die ganze Zeit richtig aus. Weil das passt, finde ich, nicht in so einen 5er-Trupp unbedingt rein. Die dann schnell nach vorne rennen sollen, die nehmen vielleicht keine Standarte mit. Vielleicht baue ich es doch, ich weiß es noch nicht. Aber gedanklich bin ich soweit, Kampftrupp hat sowas nicht. Wie damals mit den Space Marines, da hatte man noch das Rückenbanner beim Sergeant und der Kampftrupp, die 5 Leute mit dem Bolter, die alleine rumrannten, die hatten sowas nicht dabei. So, von der Ästhetik, um das mal zu erklären. Celestians sind quasi der Battle Sister Squad mit einer besseren Moral und mehr Attacken als auch einem besseren Kampfgeschick und haben natürlich die Möglichkeit, dann die Charaktere zu schilden, also als Leibwache zu dienen, was vielleicht nicht so schlecht ist. Gerade wenn diese Truppe sowieso nach vorne will wegen ihrer Flammenwerfer. Dann haben wir hier die Zephyrim oder Zephyrim. Die sind die Sprungmodul-Variante, die alle Energieschwerter dabei haben, also die richtig hart austeilen können. Und dann haben wir, uninteressant, hier noch die Seraphim. Das sind dann die hier, die haben sowas wie Doppelpistolen, Doppelflammenpistolen und Kettenschwerter. Haben mehr Attacken, die anderen haben härtere Attacken. Eigentlich sieht diese Einheit ganz cool aus. Aber auf der anderen Seite ist sie auch teuer. Ich weiß es nicht. Hier ist dann der Dominion Squad. Der ist im Prinzip genauso aufgebaut wie Celestians und die Battle Sisters. Nur, dass die die Möglichkeit haben, Vorhut. Vor der ersten Schlachtrunde dürfen sie nochmal 9 Zoll bewegen. Was dann natürlich cool ist, wenn man viele Flamer mit hat. Flamer haben mittlerweile, glaube ich, plus wieder 12 Zoll alle. Es gibt eine Möglichkeit, bei den Adepter Sororita, glaube ich, nochmal 4 Zoll drauf zu kriegen. Also 16 Zoll Flamer, vorher 9 Zoll bewegen. Ist schon frech. Vor allen Dingen sind Flamer auch Sturmwaffen. Das heißt, ich könnte sie sogar noch vorrücken lassen danach in der Bewegungsphase. Könnte man drüber nachdenken. Denke ich auch so ein bisschen drüber nach für die Zukunft, weil das will ja gebaut werden dann noch irgendwann. Ja, und dann haben wir das nächste, was auch noch reinkommt. Ein Retributor-Squad. 5 Damen mit Waffen und 4 davon können schwere Waffen ausrüsten. Die Superior kann dann noch andere Shenanigans mitnehmen. Dann kann man noch die beiden Armorium-Cherubim. Theoretisch könnten die auch ein Simulacrum mitnehmen, weiß ich noch nicht, ob das wirklich relevant ist, weil das auch nur ein 5er-Trupp ist. Wenn es cool aussieht, was in der Box als Modell mitkommt, dann vielleicht schon. Und da denke ich, je nachdem wie die Teile in der Box sind, werde ich schauen, dass ich auch viele Flamer reinpacke, weil das einfach das Thema dieser Abteilung sein soll. Die gehen nach vorne und verbrennen alles, während dann, also als Deckungsfeuer, während die Hospitaler dann die Verwundeten einsammeln kann, die dabei ist. Und die haben ja auch den Vormarsch der Gläubigen. Sogar die Infanteriemodelle kriegen keinen Abzug für schwere Waffen beim Feuern. Da wäre dann die Frage, ob vielleicht zusätzlich zu den Flamern auch nochmal ein Melter reinkommt, weil Flamer treffen ja sowieso automatisch. Muss ich halt gucken, wie die Teile in der Box verteilt sind. Die müsste jetzt auch die Tage irgendwann ankommen. Und dann haben wir noch ganz viele andere Sachen. Die Rhinos, die Penitent Engines, Immolator, das Battle Sanctum, also die Fortification. Und dann sind wir hier bei einem Bild Adepta Sororita gegen Dämon. Ordensgelübde, die man so hat. Und dann diese ganzen anderen Fähigkeiten, extra Gefechtsoptionen. Dann hier die Reliquien, die habe ich mir noch gar nicht durchgelesen, da kann ich auch nichts so sagen. Und taktische Missionsziele und fertig. Also habt ihr jetzt schon mal gehört, einen groben Überblick, in welche Richtung es gehen soll. Hier haben wir dann übrigens auch die Hospitaler. Die steht ein bisschen weiter hinten und ein bisschen leicht schräg nach dort schauend, versetzt im Vergleich zu dem, wie das Modell sonst stehen sollte. Und ich habe halt auch eine andere Base-Gestaltung genommen, damit sie auch ein bisschen höher steht im Vergleich zu der da vorne, dass die mehr im Fokus steht. Da sie ja die Dame ist, um die es geht und nicht die, die auf dem Boden liegt. Genau, natürlich hier sehr, sehr gefährlich mit diesen ganzen feinen Teilen, aber auf der anderen Seite geben die ja noch mal eine sehr coole Leichtigkeit im Modell, die da auch sehr, sehr, sehr cool ist. Das ist das, was ich zu den Adepta Sororita aktuell sagen kann. Und dann zeige ich euch jetzt, glaube ich, mal meinen Hobbyraum. Da habe ich gar keinen richtigen Einspieler zu. Dazu gibt es jetzt nur einen auf- und abgeblendeten Cut für euch. Viel Spaß dabei!
Und dann gibt es heute, wie angekündigt, den kleinen Rundgang durch mein Arbeitszimmer, was natürlich noch nicht 100% vorzeigbar ist, aber ich meine, why not? Es ist zumindest so aufgeräumt, dass ich mich für nichts groß schämen muss, wie chaotisch es ist, und deshalb hinter dieser Tür beginnt mein Arbeitszimmer und ich zeige euch mal, was da so alles los ist. Wir haben, tada, die heiligen Hallen, haha. Wir haben hier alles, was so in den Videos immer mal vorkommt. Und um einen Eindruck zu vermitteln, wo alles gerade steht, beziehungsweise wo der Stand ist, dachte ich, zeige ich euch das Ganze mal. Es wird noch viel umgeräumt, aussortiert, hin und her, weg. Zum Beispiel der Schreibtisch, den ich jetzt als erstes gleich links einblende, der muss noch weg, der muss aber vorher noch leergeräumt werden. Also wir haben die Situation, hier ist alles ein bisschen chaotisch noch. Da liegen noch so die Sachen drauf, da liegt Krams, da ist Zeugs. In der Vitrine dahinter liegen sehr viele angefangene Projekte, gebaute und noch nicht bemalte. Auf dem Schreibtisch drauf liegt halt Zeug. Hier vorne ein bisschen Flames of War, da ein bisschen Gelände für 40k, da hinten Sachen, die weg müssen. Da hinten die Sachen für Necromunda, weil ich gerade nicht wusste, wohin sonst. Hier noch ein bisschen Warhammer Fantasy Zeugs, Kartons, die eigentlich leer sind, die aber weg müssten. Genau wie hier unten vor. Da sind auch noch Kartons, die eigentlich leer sind, beziehungsweise in denen zerrissenes Altpapier drin ist, was weg müsste. Ich muss mir noch eine Lagerungsmöglichkeit für die ganzen Matten, die unter den Tischen liegen, überlegen, wie ich dies am besten verstaue. Da hinten sind vom Citadel, also vom Games Workshop, ein großer und ein kleiner Armeekoffer. Die werde ich dann bei Zeiten auch mal veräußern, beziehungsweise wenn ihr jetzt schon sagt, wow, geil, möchte ich haben, schreibt es mal in die Kommentarsektion. Die müssen nämlich dann auch irgendwann mal weg. Da liegt Dark West, die Tischdecken, die ich bei den Spielberichten meistens drum über meinem Tisch habe, damit es besser aussieht. In der Kiste hier sind noch Polystyrolreste, die noch verarbeitet werden für Spieltische. Ist aber auch relativ wenig, deshalb ist eigentlich fraglich, warum ich den großen Tisch habe. Hier hinten in den Regalen, die dahinter sind, das ganze Gelände, was ich so habe. Für eher so diese fantastischen Systeme, allerdings auch für den Fenleon-Tisch. Da muss ich mir echt nochmal was überlegen, ob ich da unten in dieses Regal ist ein Kallax von dem bekannten Einrichtungshaus, dem schwedischen, auch nochmal Vitrineneinsätze reinpacke, damit die wenigstens ein bisschen hinter Glas sind und nicht so vollstauben. Oder ob ich direkt Türen dran mache, also diese Fächer mit den großen Türen, und die dahinter packe und vorne an die Tür dran schreibe, was drin ist. Das weiß ich noch nicht, aber das ist auch erst spannend, wenn der ganze Bereich hier leer ist. Und in die Ecke da, so quasi, soll, wenn das Ganze leer geräumt ist, dann das Regal mit dem 3D-Drucker. Da passt das wunderbar rein und schließt auch zwischen dem 4 breit, 2 hoch und dem 4,4 wunderbar, ja, diese Lücke hinten. Und dann ist das alles ganz schick in der Ecke und man hat auch ein bisschen mehr Platz, sich da zu bewegen, auch wenn der Spieltisch steht und so. Das ist immer so eine Sache. Leider lagere ich Dinge zu lange. Hier vorne haben wir dann die Airbrush, Farbgrundier, was auch immer, Ecke. Unten in den Kartons ist auch noch 40k-Gelände. In den rechten beiden ganz viel Industriegelände, in dem, da wo der Grundierdeckel drauf liegt, ist schon bemaltes, was mal auf Fenleon zum Einsatz kam. Da steht übrigens auch noch ein Ambul drin in dem Regal, sehe ich gerade mal wieder. Eieiei, den wollte ich auch schon immer mal bemalen. Ha, Sachen, die man aufschiebt, ne? Und da muss auch bestimmt einiges weg. Einige Airbrush-Farben kommen einfach weg, weil schon alt, weil vielleicht auch teilweise leer. Das ist also ein bisschen chaotisch. Da stelle ich die dann hin und dann stelle ich wieder was dazwischen, was aber noch gebraucht wird. Und dann was halb voll ist, was halb leer ist, was eingetrocknet ist. Und dann habe ich irgendwann keinen Überblick mehr. Und es ist so weit, dass ich eigentlich mal nachgucken müsste, was da Sache ist. Aber das kommt, das kommt. Dann haben wir hier auf der Seite natürlich ein bisschen Musik, ne? Meine Gitarren, die ich aktuell besitze, und ein Bass und eine Buzuki, Verstärker, Softboxen, da hinten in der Ecke steht noch ein bisschen Krams und Polystyrol, Reste und Platten. Hier haben wir dann hinter diesem abgewrackten Stuhl, ja, er hat schon mal bessere Tage gesehen, haben wir dann das aktuelle Regal mit dem 3D-Drucker, da ist unten ein bisschen
noch Krams drin, den ich nicht wusste, wohin ich den sonst tun soll. Der kommt, wie gesagt, hinter mir jetzt in diese andere Ecke, die ich eben beschrieben habe. Und hier dieses große L ist dann der Arbeitsplatz, die Arbeitssektion aktuell so. Hier vorne die Talaran Desert Rats im aktuellen Zustand mit, kann ich euch mal kurz zeigen, hier dem Test-Chimären-Vehikel, an welchem ich jetzt ein bisschen rumexperimentiere, bevor ich mich mit dem Rest befasse. Hier habe ich schon ein bisschen Wash aufgetragen. Das hat alles so einen leichten Graufilter dadurch bekommen. Ich hatte aber vorher nicht mit Lack drüber gearbeitet. Den Rest des Modells habe ich jetzt einmal klar lackiert. Und da warte ich aktuell auf ein weiteres Produkt, was ich auf der Seite mal ausprobieren möchte. Und die Macken vielleicht noch mal ein bisschen interessanter gestalte. Weil das ist mir noch nicht ausreichend genug. Aber das sind alles Sachen, die entwickeln sich so mit der Zeit. Hier ist der Rest der Talarna. Das sieht, finde ich, mit dem Blau-Weiß ganz cool aus. So im Ganzen muss ich jetzt halt nur gucken, wie ich weitermache mit den Schattierungen, wie intensiv sie dann auch werden. Dahinter steht Kram, der aussortiert werden muss in der alten Warhammer-Kiste, also umgedrehter Deckel. Da oben sind die Battlefield Gothic Sachen drin, die neu gedruckten. Darunter sind ein paar Krater noch, die ich bemalen möchte für ein Spielfeld. Nachbemalen möchte ist Battlefield in a Box. Hier haben wir meinen Warlord Sinister Titan. Da haben wir dann riesengroß, als natürlich auch hier drunter, da so, ganz, ganz viele Titanen, die noch bemalt werden möchten. Sowohl von mir, sowohl von Rosi, sowohl von einem anderen Kunden. Die werden dann mit der Zeit mal bearbeitet. Jetzt als nächstes sind die von Rosi dran. Habt ihr gerade schon gesehen, dass ich am Maltisch saß und schon mal magnetisiert habe. Da gehe ich jetzt später noch dran mit der Airbrush. Und dann haben wir hier hinter das Regal, wo die Talana sehr lange drin standen. Da habe ich jetzt ein bisschen Karten von Keyforge eingeräumt und auch ein paar andere Sachen, die ich noch nicht wusste, wohin die denn jetzt wirklich kommen sollen, damit die halt nicht im Weg stehen. Da oben haben wir dann die Talana Infanterie. Da oben auf dem Regal drauf, ganz oben drauf, sind alle die Teile, die zu den 5th Albion Paratroopers gehören. Die Vultures sind natürlich immer noch nicht gebaut, warum auch. Und hier in dem Regal haben wir dann nach wie vor Admech, Flash Terror und ganz unten ist noch ein bisschen Zeug drin, was sonst rumflog, wie zum Beispiel auch die Elder Jetbikes. Schreibtisch, ganz klar, kennt ihr, habt ihr oft gesehen, ist jetzt nichts Spannendes. Bildschirm oben, Mikros, Beleuchtung, blabli blue. Da in der Mitte seht ihr dann auch, stehen jetzt die Adeptus Sororitas. Irgendwie habe ich die schon bauen wollen, ich weiß auch nicht. Die Modelle, die da jetzt stehen, die habt ihr eben eigentlich schon gesehen. Das hier nehme ich nämlich vorher auf. Und hier haben wir dann eine riesengroße Regalschrankwand, die ihr oft seht in Spielberichten oder in den Intros, Outros mit all den Modellen, die ich schon mal bemalt habe, die ich meine, die im Hintergrund präsentationswürdig sind. Oben ganz viele Kisten drauf. Battletech, Space, Crusade, Titanicus in verschiedenen Varianten von 88. Die eine Packung von 2018, die anderen. Und dann haben wir hier noch den semi aufgebauten Spieltisch mit ein bisschen Zeugs drunter, wo ich auch noch durchgucken muss. Es sammelt sich einfach über die ganzen Jahre, die man so lebt, viel zu viel Zeug an, was man dann irgendwie in Kartons verstaut, in Ecken stellt und wenn man die Ecken leer räumt, haben wir erstmal die Kartons und muss die Kartons durchschauen. Ne? Da haben wir ein bisschen Adeptus Titanicus Gelände drauf, hier in der Ecke, in den Kartons. Da sind noch ein paar Matten, so Weltraummatten von Kraken für Armada oder für X-Wing. Und das Ganze soll eigentlich so sein, wenn dann der Normalbetrieb hier in diesem Raum läuft, sozusagen, ist dieser Tisch abgebaut, verstaut, an die Wand gestellt, da hinten, wo jetzt das Regal steht, das ja auf die andere Seite muss. Da stehen dann auch die Böcke vor, die jetzt hier noch drunter sind. Und dann habt ihr hier so eine wunderbare Sicht drauf. Oben Regal mit bemalten Miniaturen, unten, das wird noch ein bisschen umsortiert, umgeräumt, dass da auch schickere Sachen drinstehen, die optisch schicker sind, also zum Beispiel ein paar Panzer drin, dass man die besser erkennt. Und unten, das was ihr jetzt noch nicht so richtig seht, wo hier links die Imperial Assault Box steht, ist dann diese Reihe mit Spielboxen, die vielleicht so drin stehen. Regelbücher, Spielbox, Regelbücher, das dann so ein Abschluss ist, wo ich immer drauf zugreifen muss. Und ganz unten
Da ist zum Beispiel was mit Büchern drin. Das ist noch eins der Fächer, wo noch nichts dran ist. Dann habe ich da Fächer mit Tür, 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 Tür. Dann kommen vielleicht auch noch ein paar Schubladenfächer rein, wenn dann das Kleingeld verfügbar ist. Und ja, dann ist das eigentlich mein Hobbyraum. Aktuell. Aktueller Zustand. Viel zu tun, viel zu tun. Ja? Sagt ja auch die Todente von der Echse. Viel zu tun. Und viel hier wird einfach gelöscht. Also da kommt einfach auch was weg an Zeugs, an Krams, was ich never ever ever brauche. Und dann gucke ich mal, wie ich das so schaffe. Ich habe jetzt die Woche, den Rest der Woche schon Wochenende sozusagen. Wenn jetzt die Modelle von Rosi für das Titanicus-Spiel am kommenden Wochenende fertig sind, werde ich mich wieder hier dran begeben und diese Ecke in Angriff nehmen. Und wenn die geregelt ist, dann löst sich ja viel von selbst auf tatsächlich, weil das 3D-Druckregal dann da hinten rechts rein kann und da, wo das 3D-Druckregal jetzt steht, die Spielplatten hin können. Und dann kann ich auch, wenn hier gespielt wird, dieses Stück hier, dieses Regal, Schreibtischstück von der L-Form, so rumklappen. Dann ist der Raum riesengroß, wenn hier ein Spieltisch in der Mitte aufgebaut werden soll und alles ist cool. So der aktuelle Plan. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, hat euch mal gezeigt, wie das bei mir eigentlich auch aussieht. Und der eine oder andere hat ja tatsächlich gefragt, sag mal, Lizzie, zeig ich mal wieder hier. Und dann mache ich das natürlich auch ab und zu mal gerne, wenn es vorzeigbar ist. Und aktuell stehen hier zum Beispiel, die stehen so ein bisschen auf verlorenen Posten, da stehen die Sons of Horus. Und oh Gott, Polter. Vielleicht denke ich ja dran, auch das rauszuschneiden, damit das nicht so laut ist. Und daneben stehen dann noch so ein paar Knights von einem Auftrag, die noch fertig gemacht werden müssen. Und da stehen so ein paar Tyranniden, die jetzt aber auch in Zukunft noch wegkommen, weil ich mir die anders skaliert jetzt gedruckt hatte. Und dahinter ist das Fall von Fenleon Spielfeld. Das Kampagnenfeld. Müsste man sich auch mal damit befassen. Für den Start der 9. kann man das ja vielleicht machen. Und hier, für die nächste Miniserie, Anglo-Saxon für Saga. Ja, da geht's dann auch bald weiter. Alles Eile mit Weile, Godspeed und ich denke mal, dass es ganz cool wird in Zukunft. Ja. Danke, dass ihr mir die Aufmerksamkeit für diese Sektion des Videos geschenkt habt. Und ja, ich gehe mal wieder zurück am Maltisch und baue mal wieder die Kamera richtig auf. Und wieder zurück am Maltisch, habt ihr gerade schon gesehen, es geht um den Bereich aus der Community, denn wir haben hier den Lord Xarxox, der eine Frage gestellt hat, nicht nur an mich, sondern an die komplette Zuschauerschaft, das habt ihr einmal eingeblendet. Frage an die Allgemeinheit und auch als Thema für Dizzy Finger und den Maltisch. Wie geht ihr damit um, wenn ihr Modelle, Fahrzeuge oder allgemein irgendwelche neuen passenden Sachen für eine eigentlich fertige Armee seht? Denkt ihr euch dann, schön, aber die ist ja fertig oder kommen die dazu? Ersetzt ihr dann auch Modelle oder gar nicht? Oder generell überholt ihr eine Armee gar? Gibt ja auch Leute, die nach einigen Jahren ihre Armee entfärben, weil sie jetzt mit der Zeit einfach viel weiter im Können sind und was Bauen und Malen angeht. Das Ganze war der Anstoß, weil es wohl eine Druckdatei für eine Art Chimäre geht, die er ganz cool fand. Und da ist natürlich die Sache. Das ist ein sehr spannendes Thema und ich habe hier noch ein paar Teile, die ich bearbeiten muss und Magneten einkleben muss und währenddessen kann ich ja mal darüber nachdenken, beziehungsweise nachgrübeln und euch dann ganz frei erzählen, wie ich das so handhabe aktuell. Ich habe ja so dieses, ich habe eine Armee fertig schon mal nicht. Ne? Das ist alles, die ganzen Armeen, die ich dann irgendwie habe, sind so ein bisschen Work in Progress. Dementsprechend kann es natürlich immer sein, dass was dazu kommt. Da bin ich gar nicht so richtig vorgefeit. Ich habe da verschiedene Sachen, wie ich damit umgehe. Beispiel ist bei den Elder vom Weltenschiff Ianden gewesen. Da habe ich ja erst gemalt für das Fenleon-Projekt. Dann hatte ich einen Break. Dann habe ich wieder was gemalt und dann stellte ich so fest, Kacke. Wie hast du denn das blau gemacht?
So, an dem Punkt bin ich quasi jetzt wieder. Wenn ich jetzt damit weitermachen müsste ich nochmal gucken, wie ich denn den Blauton gemalt habe. Mit welchem Farbton genau, damit das hinterher auch passt. Deshalb habe ich mir angewöhnt, tatsächlich jetzt auch zu Selbstreferenzzwecken Tutorials zu erstellen, damit ich, wenn ich in so eine Situation komme, ich möchte mal was ergänzen, einfach sagen kann, jo, hier, ich gucke mir das Tutorial an und dann weiß ich wieder, welche Farben ich dafür genutzt habe. Das ist dann mega einfach im Vergleich zu dem Rumexperimentieren, was man sonst machen könnte. Und das schon mal so als kleinen Tipp, wenn ihr jetzt vielleicht nicht sagt, ich mache Videos, ich als Privatperson, dann schreibt euch in irgendein Hobbybuch, in ein Hobbyarchivbuch, welche Farben habt ihr genutzt, welche Schritte, um dann vielleicht irgendwann mal, wenn doch mal sowas kommt, nachrüsten zu können, ohne dass das Farbschema sich dann zu sehr unterscheidet von dem, was ihr bis jetzt gemalt habt. Ja? Das ist schon mal so ein kleiner Tipp. Das ist nämlich was ich prinzipiell bei den Sons of Horus für 30k noch vorhatte, bis vor einiger Zeit, bis es wieder weiter auf Halder geschoben wurde. Das ist ein Stück weit der Grund, warum ich das Aeronautica Imperialis Valkyrie Tutorial gemacht habe. Daran orientiere ich mich auch mit den Talanern. Deshalb konnte ich da auch ganz einfach die Farben abrufen. Mega einfach, mega gut. Kann ich nur empfehlen. Für Sylvania habe ich prinzipiell ja auch so ein Tutorial. Was mich dazu bringt, dass Sylvania so ein Sonderfall ist. Die Armee ist noch nicht ganz fertig. Wird wahrscheinlich 2020 auch noch nicht wieder auf den Tisch kommen. Aber gegebenenfalls 2021 dann relativ zeitnah. Und da ist es, ich werde sie wieder ergänzen. Also da wird wieder was dazukommen, was noch rumfliegt. Vielleicht kommt auch mal das ein oder andere neue Modell dazu. Aus narrativen Gründen, dann nicht aus spielerischer Sicht. Denn die Range der Untoten für Age of Sigmar gibt ja einige Modelle her, die dann doch ganz nett sind. Und da habe ich dann zum einen ein Tutorial, wie ich die bemale. Und zum anderen überarbeite ich sie aber auch noch. Ja, das wäre so eine Sache, da habe ich ja schon öfter mal drüber geredet. Da würde ich dann auch gucken, dass ich die Metalle überarbeite, die ganz leichten Flugrost drauf bekommen. Die Schäfte der Speere und sowas zum Beispiel, dass da so eine leichte Maserung reinkommt, was ich bei Modellen für Saga jetzt das erste Mal so richtig ausprobiert habe. Also sowas auch in Masse zu machen mit der Maserung und das mir ganz gut gefallen hat. Also wird da zum Beispiel auch ein bisschen was überarbeitet. Ich hatte auch schon mal die Idee, das zu machen, Armeen zu entfärben, aber letztendlich ist es dann doch nichts geworden. Also bin ich da an dem Punkt noch nicht, dass ich dazu sagen kann, jo, das ist echt valide. Vor allen Dingen, wenn man jetzt guckt, was für eine Armee reden wir denn? Reden wir von nicht einer Armee, sondern einer Spieltruppe für, keine Ahnung, Frostgrave, Warhammer Underworlds, für Blood Bowl eine Mannschaft, wo wir relativ überschaubar Modelle haben. Reden wir über Warhammer 40.000 Adeptus Custodes, die dann auch ein bisschen weniger Modelle vielleicht hat. Ja? Und diese wird überarbeitet, dass alles nochmal entfärbt wird und neu gemalt wird. Oder reden wir über eine Armee aus einem Massensystem, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Kugelhagel, wenn man jetzt viele Modelle in einem dieser Regimente haben möchte und dann 100 plus Modelle hat. Ganz ehrlich, wer entfärbt die denn bitte? Da bin ich bei einigen Situationen so, ich hatte ja mal diese Knights für die Blood Chimeras damals, die habe ich verkauft, bzw. vertauscht, einfach gegen dieselben Bausätze nochmal, ungebaut. Das war meine Voraussetzung und das hat mir gereicht, weil ich dachte, Knights entfärben und neu bemalen ist vielleicht komplizierter, als jemandem diese Knights zu geben und die dann komplett von Grund auf neu zu bemalen. Denn heutzutage bei den Modellen musst du ja teilweise dann auch, weiß ich nicht, Panzerplatten irgendwo abmachen oder andere Sachen, die irgendwo aufgebaut wurden, abnehmen, wenn die verklebt sind. Da musst du erstmal gucken, ob du die Klebestellen richtig abschneiden kannst. Das ist ein Riesenaufwand, wenn du Pech hast. Und
Da habe ich für mich so ein bisschen die Strategie entwickelt, dann biete ich lieber das Modell an gegen einen neuen Bausatz des Modells. Ja, ich schieße quasi die Arbeitszeit, die ich beim Bemalen investiert habe, in den Wind. Aber auf der anderen Seite mache ich mir nicht extra diese Arbeit, alles entfärben, auseinanderzubauen teilweise. Dann funktioniert es vielleicht mit dem Entfärben nicht richtig. Es bleiben Rückstände. Dadurch hat man vielleicht ein paar unscharfe Details oder so. Und ich kann das Modell immer noch jemandem geben, der vielleicht sagt, yo, ich weiß nicht, ich habe keine Zeit oder ich bin nicht so gut im Malen. Wäre cool, wenn ich bemalte Modelle bekäme. Der kann die dann halt nehmen. Und dann geht das relativ flott. Also das ist mein Argument gegen Entfärben. Das würde ich tatsächlich gar nicht mal mehr machen. Wenn ich Modelle kaufe, so Raritätmodelle vielleicht, über so Plattformen wie eBay, und da ist Farbe drauf, die nicht passt zu dem, was ich vorhabe, dann würde ich sagen, okay, das ist dann ein Punkt, da, das ist so rum, dann muss der Magnet andersrum rein. Muss der Magnet erstmal hier ab. So, muss der so rum da rein. Das ist dann der Punkt, wo ich sagen würde, okay, ist ein Einzelmodell, das kann ich dann entfärben, um es dann vernünftig anzumalen. Also für meine Verhältnisse vernünftig. Und da würde ich diesen Weg sogar gehen. Andernfalls ganze Armeen entfärben, jetzt mal ehrlich. Diese Hobby-Community ist so groß. Und es ist so auf die Nachfrage nach bemalten Modellen teilweise auch. Da würde ich eher wirklich immer den Weg gehen. Da machst du Leute mit glücklich, vielleicht. Hast selbst weniger Stress. That's it. Würde ich mit Ergänzungen arbeiten? Ja. Allerdings mittlerweile nur noch. Da bin ich ein bisschen, weiß nicht, ist faul das richtige Wort? Bin ich ein bisschen eigen geworden, dass ich dann da in meiner Komfortzone bleibe und ich ergänze nur noch Einheiten in Armeen, wenn es Einheiten sind, die dasselbe Farbschema haben müssen, von Armeen, wo ich auch ein Tutorial schon hatte, mir selbst quasi als Leitfaden gemacht habe, sonst nicht mehr. Zum Beispiel hätte ich jetzt mir keine Leitfaden aufgeschrieben für die Ianden Elder und wüsste nicht mehr, wie ich das Gelb-Blau hingekriegt habe, dann würde ich vielleicht nur noch Aspektkrieger ergänzen, die jetzt, so wie die Striking Scorpions, weil die immer neben mir stehen, gefühlt, und mich angucken böse, dass die wie die dann ein ganz anderes Farbschema bedienen und dementsprechend trotzdem in die Armee passen. Oder Imperiale Armee, man hat ein Detachment von der einen in einem Wüstenschema, möchte aber noch ein Detachment dazu spielen von vielleicht einer anderen Armee, Suborganisationen wie zum Beispiel Katakan, macht dann ein Waldthema, das man dann so ergänzt, dass es quasi ein kompletter Kampfverband ist, aus zwei verschiedenen Regimentern zusammengesucht. Aber ich würde nicht versuchen, nochmal so ein Farbschema mir zusammenzupuzzeln, wie bin ich denn da hingekommen? Da weiß ich nicht. Fehlt mir ein bisschen die Muße zu, tatsächlich. Das ist jetzt nicht so meins, bin ich ehrlich. Ja, muss ich so sagen. Ist nicht so, wie ich mir das dann vorstellen würde. So, jetzt muss eigentlich das so rum hier dran, weil die genau stoßen hier ab. Das heißt, ich greife so drunter. Und wenn ich die so einklebe, dann müssten die so aneinander gehen und so sich abstoßen. Weil das eingeklebt ist unten. Moment. Langsam. Mal eben überlegen. Also, das stürzt sich ab. Also kann das nicht die Fläche sein. So. Wenn es so reingeklebt ist, ist es unten, dann müsste das jetzt snappen. Nee. Nee, genau, das war bei den Waffen genau andersrum. Anders als dass ich es sonst magnetisiere. So, ich klebe es so ein. Das heißt, die Seite ist oben. Das heißt, die Seite ist oben. Dann müssten die gleich und jetzt snappen. Ja,
Genau. Na, komm raus da. Mistbock. So, ne? Magnetisieren ist nicht einfach, möchte ich mal sagen. Ja, wie seht ihr denn das? Das ist nämlich eine sehr, sehr interessante Frage. Gerade jetzt auch so Hobbyisten, die sagen, ey, ich habe gar nicht so viel Zeit fürs Hobby. Und deshalb sind auch meine Arbeits- und Malintervalle ganz anders als bei anderen Leuten, die sehr viel Zeit dafür nehmen oder sich nehmen können. Ist es ja manchmal auch einfach. Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie macht ihr das? Sagt ihr dann, ach komm, dann habe ich halt eine leichte Farbvariation drin, wenn ich irgendwie eine Ergänzung in die Armee reinpacke. Sagt ihr, ach komm, ich kriege diese Farbe sowieso nicht mehr hin. So, das Modell ist zwar ganz schön, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann ja auch eine Herangehensweise sein, wie Lord Xaxox da schon geschrieben hat. Das ist echt ein interessantes Thema, weil ja gerade auch so in diesen großen Systemen, da muss man ja jetzt einfach bei bleiben, wie zum Beispiel Warhammer 40.000, ist es ja so, dass man, wenn man eine Armee startet, sich den aktuellen Kodex holt. Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel 40k, weil sich damit vielleicht die meisten auch identifizieren können. Man holt sich den aktuellen Kodex. So, die und die Einheiten sind aktuell verfügbar. Die und die gefallen mir vielleicht von der Lore, vom Hintergrund oder vielleicht auch von den Regeln. Deshalb nehme ich die. So, im nächsten Kodex sind dann wieder andere Einheiten dabei, die ganz gut sind. Wenn man jetzt sehr kompetitiv spielen möchte, nutzt man dann vielleicht die, die man noch nicht hatte, die jetzt aber mittlerweile sehr gut geworden sind. Oder wenn man vielleicht sagt, ach komm, narratives Spiel, aber da ist dann eine Einheit neu dazu gekommen, die im alten Kodex gar nicht dabei war, die ins Narrativ perfekt reinpassen würde. Und man ergänzt die dann vielleicht 3-4 Jahre später. Wie geht ihr dann damit um? Bemalt ihr ein komplett anderes Farbschema? Versucht ihr das aufzubauen? Kommt das für euch gar nicht in Frage? Oder seid ihr vielleicht welche, die sich schon lange so ein Farbmalarchiv aufgebaut habt? Seid ihr Hobbyisten, die quasi von jetzt auf gleich sich was angucken und sagen, ja, die und die Farben habe ich benutzt? Oder, ja, ich muss die und die Farben in dem und dem Mischverhältnis nutzen, um da hinzukommen? Oder habt ihr vielleicht auch Armeen, Fraktionen für irgendein Spiel, wo das gar nicht so wichtig ist, dass man, wenn man eine neue Erscheinung hat, die im selben Farbschema hat, viel zum Beispiel in historischen Systemen aus dem Früh- und Hochmittelalter, wo die Uniformität noch gar nicht so ein Thema war. Kann ja, ich meine, das kann ja auch gut sein, dass man sagt, ja, ich habe dann viel mit Brauntönen gemacht, also das ist als Beispiel, um mal dieses klassische Mittelalter-Vorurteil-Ding zu bedienen. Ich habe dann viel mit Braun und Erdtönen gemalt und sah das gut aus. Und die ich dann hinzugefügt habe, die Einheiten, die haben dann auch halt so braune Erdtöne. Sind zwar nicht die gleichen, aber hey komm, man hat ja sowieso beim Färben immer mal ein bisschen Farbvarianz. Oder mit der Zeit bleichen die Sachen aus. Dann ist es gar nicht so schlimm, dass es unterschiedlich aussieht. Hauptsache es passt ins Gesamtbild. Kann ja auch sein, dass ihr dazu gehört, zu der Fraktion. Und wenn ihr zu der Fraktion seid, gehört, kann es auch sein, dass ihr für andere Systeme das ähnlich seht. Dass ihr sagt, ja komm, die Panzerung von dem Fahrzeug, die sieht halt farblich ein Müh anders aus. Aber allein durch Verwitterung kann das ja auch schon passieren, dass das so aussieht. Das geht dann so ein bisschen eher in diese Richtung historische. Oder, weiß ich nicht, bei Bolt Action sieht man ja häufig auch Modelle, die so mehr vom Stil in Richtung Scale Managers bemalt sind. Also von den normalen, in Anführungszeichen, normalen Modellbauern sich was abgeguckt wurde, wo es tatsächlich ein Stilmittel sein kann, dass vielleicht Zweiter Weltkrieg, der Panzertypus Panzer 4, der vielleicht schon eher produziert wurde, ein bisschen abgerockter und verblichener von der Farbe aussieht, als der etwas später produzierte Panzer 5 Panther oder Panzerkampfwagen 6 Königstiger. Ist eine legitime Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Ich philosophiere ja auch immer nur so ein bisschen vor mich hin und her, was ich mir so vorstellen könnte, wie man oder wie ich damit umgehen könnte. Ja?
nicht alles, was ich hier sage, ist auch immer das, was ich machen würde oder mein Ansatz. Ich hoffe auch zum Beispiel, dass ich bei diesen Titanen für Rosi jetzt hier, dass das sozusagen die letzten sind, weil jetzt weiß ich gerade noch, welche Farbtöne ich für die Panzerung genutzt habe, dass die ungefähr, dass die gleich aussehen, wobei der Unterbau jetzt gewünscht von Rosi eine andere Farbe bekommt, nicht dieses Messing, sondern silbrig. Okay, das ist richtig. Dann bin ich auch froh, wenn ich das von den Füßen habe, weil dann muss ich zum Beispiel dieses Farbschema nicht mehr nachmalen. Ein paar Monate, nachdem die anderen bemalt wurden. Und bei sowas wie Titanicus fände ich es jetzt zum Beispiel sehr wichtig, dass das Farbschema passend ist. Genau passend. Denn da geht es ja dann auch von der Hintergrundgeschichte so ein bisschen in Richtung Zuordnung, Erkennungsmerkmale, Ehrenmarkierungen oder man trägt auch die Farbe der Legio dann, wenn man Prinzeps aus dieser Legio ist, mit sehr, sehr viel Ehre ist das verbunden, mit so einer Art Rittercode kann man das vergleichen. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass das Farbschema so ist. Wo jetzt vielleicht bei Verrätern, die schon ziemlich abgewrackt sind, sehr weit fortgeschritten sind, wo man nicht mehr 30.000, sondern wo man 40.000 ist, wo das dann vielleicht nicht mehr so schlimm ist, wenn der eine vergilbter ist als der andere oder bei dem einen mehr Rost drauf ist als bei dem anderen, weil man vielleicht so eine in Anführungszeichen ungeteilte Legio hat, um jetzt dann diesen Bogen zu den hier auf dem Tisch befindlichen Modellen zu schlagen, wo der eine Prinzeps sich mehr vielleicht Nurgle verschrieben hat mit seiner Maschine, weshalb die dann auch ein bisschen mutiert ist und rostiger ist als die Maschine, dessen Prinzeps sich vielleicht Korn verschrieben hat, wo dann neue Teile, die angebracht werden mussten, also Reparaturteile sozusagen, eher nicht mit normalen silbrigen Metallen ersetzt wurden, sondern vielleicht mit eher Messing- und Bronzeteilen, um so ein bisschen auch in diese Thematik der Gottheiten reinzugehen, wo vielleicht eine Panzerplatte nicht mehr einfach flach ist, die irgendwo draufgesetzt wurde, sondern wo vielleicht dann sehr stark mit Ornamenten gearbeitet wurde, wenn es in Richtung Slaanesh geht oder in Richtung Sinch. Kann ja auch eine Möglichkeit sein. Das ist dann natürlich nicht mehr Farbschema abhängig, sondern da hat man dann schon ein ganz anderes Designelement, aber es kann ja auch sein, dass in einer Legio Titanen von verschiedensten Gottheiten oder die sich verschiedensten Gottheiten verschrieben haben, drin sind, die dann auch etwas anders aussehen, farblich, obwohl die alle dieselbe Grundfarbe haben. Ist ein sehr spannendes Thema, was auch natürlich keinen Königsweg hat. Man hat immer sehr, sehr viele verschiedene Ansätze, die man wählen kann und Wege, die man gehen kann. Und ich finde, das macht tatsächlich unser Hobby so spannend. Siehste wohl. Und diese Gedanken sind auf dieser simplen Frage von Lok Saksox raus geworden. Wie geht ihr eigentlich damit um? Und die Frage gebe ich natürlich auch an euch zurück. Danke euch fürs Zuschauen. Das muss jetzt alles ordentlich trocknen, bis ich hier weitermachen kann. Und während das trocknet, nehme ich die Endcard auf. Und da geht es jetzt mit euch hin. Ab zur Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Das Video ist fast vorbei und der Stammzuschauer weiß schon. Für alle anderen Ideen, Wünsche, Anregungen, Kritik gerne bei YouTube unter dem Video in die Kommentarsektion, im Discord-Server, bei dem Diskussionskanal reintippern oder aber auch bei Facebook, wo ihr das Video herhabt, oder im tabletopwelt.de Forum. Die Links dafür findet ihr alle über der Kommentarsektion, doch unter dem Video in der Videobeschreibung. Da findet ihr noch andere Links, schaut da gerne rein, guckt gerne rein, klickt euch mal da durch, würde mich natürlich sehr freuen. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit habt und ich hoffe auch, dass wir uns in der nächsten Zeit mal wieder bei einem Livestream sehen können. Zuletzt hatte ich leider keine Zeit mehr. In den nächsten 2 Wochen wird es wahrscheinlich auch eng. Wir schauen mal. Für die kommende Woche habe ich noch überhaupt keine Pläne. Also in dem Falle seid ihr jetzt gefragt, was wollt ihr am liebsten nächste Woche sehen? Auch was ich in der nächsten Woche vielleicht weitermale, weil die Dinge, die ich aktuell auf dem Tisch habe, die sind ja schnell fertigzustellen, weil muss. Oder die sind noch so ein bisschen in so einem Work in Progress mal rauskriegen, wie ich den bemale Zustand. Da bin ich mir nämlich auch noch nicht sicher, wie ich denn dann zum Ergebnis komme. Und deshalb sind die in der Reihenfolge ein bisschen nach hinten geschoben. Deshalb könnt ihr jetzt für die nächste Woche oder sogar Wochen mal sagen, was wollt ihr eigentlich, dass der Dizzy Finger macht?
Und jetzt sagt nicht Sylvan überarbeiten. Das ist Anfang 2021. Und bis wir uns das nächste Mal sehen, habt ihr natürlich die Möglichkeit, wie immer, dort und dort zu klicken auf Videos aus vergangenen Zeiten. Würde mich freuen, wenn ihr auch da eure Meinung da lasst und mir sagt, wie gut ihr dieses Video dann fandet. Und wir sehen uns dann auf diesem Kanal irgendwann wieder. Livestream, Mittwochsepisode, Spielbericht, wie auch immer. Zukunfts-, Gegenwarts-, Vergangenheits-Dizzy, alle sind für euch verfügbar. Bis wir uns das nächste Mal sehen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus für heute und sage wie immer, keep on wargaming.